Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorecore, genauer gesagt zu einer neuen Folge der Fallout Timeline. Heute werfen wir einen Blick auf die Ereignisse zwischen dem Ende von Fallout 2 und dem Anfang von Fallout 3 bzw. Fallout New Vegas. Denn zwischen diesen Teilen ist einige Zeit vergangen und viel hat sich ereignet, was die Bühne für Fallout 3 und Fallout New Vegas bereitet. Und da es viel zu besprechen gibt, würde ich sagen, fangen wir ohne weitere Umschweife an. Es gibt Gerüchte darüber, dass im Jahr 2244 riesige Gruppen von Flüchtlingen aus dem Westen in New Canaan eintrafen und dort Geschichten von einem Krieg, der im Westen stattfindet, erzählten. 2245 soll Judah Black versterben, der Prophet der Mormonen. Und durch das Aufkommen der Powder Gangs und dem Mangel an Kohle soll die RNK die Produktion der Eisenbahn in ihrem Gebiet auf Eis gelegt haben. Doch all das sind nur Gerüchte, die man nicht hundertprozentig bestätigen kann. Sicher ist allerdings, dass im Jahr 2246 Sallow und sein Begleiter Bill Cullen nach Osten reisen, um dort einen Eingeborenenstamm zu untersuchen. Dort treffen sie auf den Mormonenmissionar Joshua Graham. Während dieser Expeditionen findet Sallow einige historische Bücher, die sich mit dem antiken Rom beschäftigen, welche den jungen Mann zutiefst fasziniert. 2247. Graham, Calhoun und Sallow werden vom Blackfoot-Stamm gefangen genommen. Der junge Sallow nutzt seine Kunst der Kriegsführung, um den Stamm in der Kunst des Krieges zu unterrichten und beeindruckt diese so sehr, dass sie ihn zu ihrem neuen Anführer ernennen. Sallow nimmt den Titel des antiken römischen Diktators Caesar an und macht Joshua Graham zu seiner rechten Hand. Gemeinsam mit seinen neuen Verbündeten möchte er ein Imperium errichten, das nach dem Vorbild des historischen römischen Imperiums geformt ist. Er möchte die vielen individuellen Identitäten der einzelnen Stämme in der Region auslöschen und sie alle unter einer gemeinsamen Leitkultur vereinen. Und so erschafft er die Legion. Sallow weist Calhoun an, zurück zu den Followern zu gehen, den Anhängern der Apokalypse, zu denen die beiden ursprünglich auch gehörten, um dort die Kunde von Caesar und der Legion zu verbreiten. Gerüchten zufolge kommt es auf dem Gebiet der RNK währenddessen zu einem schrecklichen Unfall in den Burham Mines. Eine riesige Explosion setzt das gesamte Gebiet um Burham Springs in Brand. Überall treten Feuer auf und selbst unterirdische Kohleadern scheinen zu brennen. Viele sterben und einige mutieren zu seltsamen Wesen, die als Gehenna bekannt sind. Die RNK verlässt das Gebiet daraufhin. Währenddessen soll angeblich Jeremiah Rigdon während eines unerklärlichen und starken Fiebers von Engeln besucht worden sein, die ihn zum neuen lebenden Propheten Gottes auf Erden berufen haben. 2248. Die Präsidentin Tandy wird krank und stirbt im Alter von 103 Jahren. Ihre Vizepräsidentin Joanna Tibbett wird als neue Präsidentin der RNK eingeschworen. Caesar beginnt währenddessen mit seinem Überfall in Nord-Arizona, Southwest Colorado und Western New Mexico sowie Southeastern Utah. Im gleichen Jahr wird Hannibal Hamlin, später Anführer der Temple of the Union, im Alter von 15 Jahren als Sklave gefangen genommen. Herbert Dashwood und Argyle tauchten währenddessen in Rockopolis unter, wurden von dort allerdings schnell wieder verbannt. Gerüchten zufolge soll zu etwa dieser Zeit ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Neu-Kanaan dieses verlassen haben, da sie Jeremiah Rigdon nicht für den neuen Propheten halten. Daher schließen sie sich Bischof Mordecai an. Währenddessen wird Suleks Schwester Kurisu die neue Anführerin des Blackfoot Tribes. 2249. Ein lukratives Sklavenhandelsabkommen soll zwischen Caesars Legion und dem Blackfoot Tribe in Kraft getreten sein.
Im Sommer des Jahres 2249 kommt es zu einem Cholera-Ausbruch im Blue Destiny Bordell, bei dem die meisten Prostituierten sowie Madame Destiny Chow ums Leben kommen, wodurch das Bordell für immer geschlossen wird. 2250. Caesar erklärt sich selbst zum Sohn des Mars, dem römischen Gott des Krieges. Zur etwa gleichen Zeit trifft Harold im Capital Wasteland ein. Er wird von einer Gruppe von Personen entdeckt, die ihm als Gott verehren. Und ein kleiner Kult namens Treeminders beginnt sich zu formieren. Bob beginnt ein weiteres Mal zu blühen. Und das Areal um Harold und den Treeminders erwacht zu neuem Pflanzenleben und hob sich so massiv vom restlichen Ödland ab. Im selben Jahr wird Herman Shirley zum Anführer in Paradise Falls. Unter der neuen Führung wird Rockopolis überfallen und die gesamte überlebende Bevölkerung wird versklavt und an The Pit verkauft. Argyle verstirbt beim Versuch der Flucht. Im selben Jahr kehren Bishop Mordecai und einige seiner Anhänger zurück nach New Canaan, nachdem ihr Versuch, ihre eigene Siedlung New Jerusalem zu gründen, gescheitert war. Sie erkennt Jeremiah Rigdon allerdings immer noch nicht als den Propheten an. 2251. Herbert Dashwood wird zum Ehrenghul in Underworld gewählt. 2252. Bloomseer Pupla trifft in Oasis ein. Der 15-jährige Scott Olinsky wird von seinem Vater an eine Handelskarawane verkauft, da sich dieser für ihn so ein besseres Leben erhofft. Olinsky reist für viele Jahre mit der Karawane und arbeitet für diese als Dienstjunge, bis er sich schließlich die Freiheit erkaufen kann und sich in Canterbury Commons niederlässt. Am 15. Juni des Jahres lassen sich Kyle the Hook und seine Rusty Hooks irgendwo im Bloomfield Space Center nieder und schaffen es dort, den alten Reaktor wieder in Betrieb zu nehmen. 2253. 38 Bürger der RNK werden von Mojave-Raidern überfallen und ermordet. Präsidentin Joanna Tibbett wird wegen ihrer zurückhaltenden Reaktion auf dieses Massaker vom Kongress der RNK als Präsidentin abgewählt. An ihre Stelle tritt Wendell Patterson. Dieser sendet umgehend 3 Bataillone der RNK-Infanterie in die Mojave-Wüste. 2254. Eine Einheit der Stählernen Bruderschaft, angeführt von Owen Lyons, wird nach Washington DC geschickt, um dort an der Ostküste nach Technologie zu suchen. 2255. Caesar hat die Hauptstadt seiner Legion in der Stadt Flagstaff, Arizona errichtet. Währenddessen wird auf dem Weg zum Ödland der Hauptstadt die Bruderschaftspatrouille von wild gewordenen Raidern aus einer Stadt namens The Pit attackiert, woraufhin sie The Pit in Schutt und Asche legen. Dieses Ereignis wird später als The Scourge in die Geschichte eingehen. Während die Bruderschaft hier eine ganze Stadt niederreißt, muss sie selbst lediglich einen Verlust verzeichnen. Ismail Asher. Noch im selben Jahr gelingt es der Bruderschaftspatrouille, das Ödland der Hauptstadt zu erreichen. Die Patrouille errichtet The Citadel als ihre Hauptbasis in den Ruinen des Pentagons. 2256. Etwa zu dieser Zeit dürfte das Kuckuckskind des Chosen Ones, das bei der Bishop-Familie aufwächst, die Kontrolle über die Bishop-Familie und somit auch über New Reno erlangen. Im selben Jahr gelingt es der Capital Preservation Society, die Konstitution der Vereinigten Staaten aus den National Archives zu bergen. 2257. Etwa in diesem Jahr dürften die Arbeiten am Project Purity offiziell im Jefferson Memorial begonnen haben. Im selben Jahr heuert Alistair Tenpenny, Tara Fields, Jeff Strayer, Dave, Duckoff und Crowley an, um Fort Constantine zu überfallen. 2258. 13. Juli. Catherine stirbt während der Geburt ihres Kindes und lässt James als alleinerziehenden Vater eines neugeborenen Kindes zurück. Und an dieser Stelle beginnt Fallout
3. Und hier möchte ich für heute auch den Schlussstrich ziehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und unterstützt Landsquid Birdrider auf Patreon. Wenn nicht für mich, wenn nicht zur Unterstützung des Kanals, dann tut es für euch. Denn mit einer Patreon-Mitgliedschaft für Landsquid Birdrider ist euch euer spiritueller Seelenheil gewiss. Es gibt da draußen tausende von Religionen, die alle ihre eigenen Dogmen predigen und alle das glorreiche Jenseits versprechen, wenn man nach diesen lebt. Doch die Chance, dass man der falschen Religion angehört, sind ziemlich hoch und dann warten in den meisten Fällen ewige Qualen. Nicht aber, wenn ihr Landsquid Birdrider auf Patreon unterstützt. Denn falls ihr die falsche Religion gewählt habt, was wie gesagt ziemlich wahrscheinlich ist, werden euch die Tentakel der Tiefe unmittelbar nach eurem Tod garantiert zu sich nehmen und so bleibt euch die Hölle, Wiedergeburt als Wurm oder sonstige Bestrafung für eure Verfehlung in eurem Leben erspart. Zudem erhaltet ihr schon ab einer Mitgliedschaft von $5 ein extra Leben und könnt es nochmal versuchen, die wahre Religion zu finden. Und solange es die heilige Religion des Landsquid Birdrider Tentakel gibt, könnt ihr das beliebig oft wiederholen und das alles für nur $5 im Monat. Und weil ich gerade $5 sage, neuerdings jetzt schon dürften auf Patreon endlich auch Eurobeträge akzeptiert werden, was das ganze Umrechnen und so wesentlich leichter macht. Also für gerade mal wahrscheinlich mit Steuer wirklich 5 Euro im Monat ist euer Seelenheil gesichert. Ich würde drüber nachdenken. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.